So, Freunde, herzlich willkommen vom Meer. Großes Projekt geplant. Ja, wir schalten mal um. Wir starten nochmal neu, oder? Oh, stimmt, ihr seht ja gar nichts. Ihr seht ja gar nichts. Heute auch mal nur vertont. Oh mein Gott. So, wir schauen uns jetzt das Video von Dave an. Der hat nämlich ein Behind-the-Scenes und eine Behind-the-Scenes-Serie für Seven vs. Wild gedreht. Soll insgesamt, glaube ich, 10 Folgen gehen und auch immer komplett diesen ganzen Seven vs. Wild Release begleiten. Soweit ich das jetzt weiß, thematisiert das Video jetzt erstmal so, wie kam es überhaupt zur ersten Staffel, ja. Blibla blub und hast du nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Ich habe in der Tat schon reingesehen. Ja. Wir gehen rein, wir gehen sowas von rein. Auch mal Dinge stehen lassen, Freunde. So, Freunde, herzlich willkommen vom Meer. Und zwar werde ich ein bisschen was erzählen, was so demnächst ansteht. Ey, du sag mal, Andi, der Fernseher ist aber ohne mehr Zeit hier mit. Oder? Ihr kennt so eine LG hier sehen, so 85 Zoll oder was? Es ist ein großes, großes Projekt geplant. Wenn ich das größte Projekt. Ja, es ist das größte Projekt, was jemals auf meinem Kanal gab. Absolut krankes Projekt geworden. Wir machen eine richtige Show da drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist. Unfassbar geil. Fuck, wie kann man so dumm sein? Hyped, Bock, Angriff. Dieses Hype-Bock-Angriff ist auch echt so ein Ding geworden nach diesem ganzen Seven vs. Wild, ne? Ja, weil es immer im Intro war. Ja, ja. Hat Fabio wahrscheinlich zu dem Moment gar nicht so gedacht, dass das dann so ein Ding wird. Aber er hat sich da. Kann er ja nicht. Er hat es ja nur einmal gesagt. Ja, ja, eben. Die haben es ja bloß immer wieder reingeschrieben. Ja, ja, ja. Aber dass die das zu so einem Ding gemacht haben, mega gut. Das hier ist Folge 1 einer 10-teiligen Serie, welche die Planung und Produktion der zweiten Staffel Seven vs. Wild begleitet. Lass gern ein kostenloses Abo da, um die weiteren 9 Folgen nicht zu verpassen. Um aber überhaupt verstehen zu können, wie wir hier hingekommen sind, müssen wir ganz vorne anfangen. Lingen im Emsland. Alter. Wir sind Johannes und Max und wir sind die Hauptverantwortlichen und Produzenten für Seven vs. Wild. Ah, die Idee für Seven vs. Wild kam mir. Der Rechte sieht ja 1:1 aus wie Kool Savas. Ja, so ein bisschen, ne? Digga, du siehst ja aus wie Kool Savas, das ist ja lustig. Ist ja geil. Der Johannes. Feier ich. Ist schon witzig, dass die ganze Nummer halt dadurch angefangen hat, dass Madin damals mit dem, ich glaube, die haben damals für Urlaubsguru oder sowas noch gearbeitet. Genau, Urlaubsguru und dann haben die quasi für Madin den Live-Kanal geschnitten, ne? Genau, ne, erst haben sie ja mit ihm zusammen, waren sie auf dieser Insel da, ach, stimmt, und ja, das Format genau. Abgedreht. Ja. Dann hat er gesagt, ihr seid coole Jungs und dann haben die für ihn den Live-Kanal geschnitten, dann glaube ich für Fritz auch den Live-Kanal. Ja, genau. Und jetzt diese ganze Seven vs. Wild-Thematik noch. Richtig krass. Ja. Richtig lustig. Die Jungs haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, Alter. Ajo. Mehrere Stationen über mehrere Jahre von dem ersten Brainstorming, was man machen könnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo Fritz eine Anfrage bekommen hat vom TV, wo sie ihn haben wollten für eine Survival-Sendung, die ein ähnliches Konzept hatte. Und wir haben dann zu Fritz gesagt, pass auf Fritz, wir könnten das auch alles selbstständig machen, 100% Kontrolle darüber, wie es wird, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und dann eben umgemünzt auf YouTube und nicht fürs Fernsehen. Und das haben wir dann gemacht. Und zwar heißt das Projekt aktuell, mal sehen, ob es bei dem Namen bleibt, ist der Arbeitstitel aktuell, Seven vs. Wild. Wir haben uns entschieden, die erste... Das ist ja eigentlich Quatsch, das heißt ja eigentlich auch Seven in the Wild, ne? Richtig. Ja, also Seven in the Wild. Ach, für Robert und Otto machen die das auch noch? Also Otto wusste ich jetzt nicht, ich dachte, er hat seine eigenen Jungs. Aber ja gut, Robert kann ich mir vorstellen, dass sie den auch noch mit betreuen. Warte mal, für Otto doch nicht. Ich glaube für Otto auch nicht, ne? Nee, für Otto nicht. Otto hat auch wir waren auch da beim Ocean Warrior, das sind andere Jungs. Ja, naja, wer weiß, ob das mit dem Live-Kanal auch über die Jungs gemacht wird. Weiß man ja alles immer nicht, ne? Sehen wir gleich nochmal. Outdoor-Kameraden sagen auch gerade, doch, Otto hat es gestern gesagt. Ach, krass. Okay, hätte ich nicht gedacht. Alter. Dafür haben die auch noch Zeit? Ich verstehe, naja, die müssen ja jetzt auch noch andere Leute da irgendwie beschäftigen. Ich glaube, das machen die nicht mehr alles alleine, die Live-Kanäle. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil... Überleg mal, wie viel das ist. Ja, ja, ja. Das kannst du ja völlig knicken, Digga. Staffel zum Produkt. Dann standen wir vor der Frage, wie setzen wir das um und mit wem setzen wir das um? Dann lass mal quatschen, wie wir das machen. Und im Endeffekt, ja, war das wirklich eher so ein Ding mit Kumpels und wen könnten wir einladen, wen kennen wir. Also das war halt wirklich ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das in einem Kreis drehen von Leuten, die wir persönlich einfach schon kennen. Das war niemals so geplant, als
eine krasse Produktion, wo wir super, super viele Leute ranholen, weil wir aber auch einfach nicht die Kohle hatten. Ne? Also das musst du dir auch vorstellen. Wir hatten ein super, super enges Budget und wir wussten quasi, bis es ausgestrahlt wurde, nicht, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wir sind ja eine Gang. Also wir machen ja schon immer irgendwie zusammen geilen Scheiß. Und wenn Fritz fragt, ey, hast du Bock mal 7 Tage dich auszusetzen, sagst du, ja, ja klar, kein Problem, wann und wo geht los? Ich habe halt eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht von Fritz bekommen und meinte so, ja, ich habe hier so eine Idee und such da gerade nach Leuten, hättest du da Bock drauf? So ein paar Freunde denken sich so, okay, wir drehen mal wieder ein Video mit Fritz, okay, diesmal ein bisschen länger, 7 Tage Schweden, let's go. Im Endeffekt war es dann so, dass quasi das Team, wie auch die Teilnehmer, halt aus Freunden und Bekannten bestanden hat, weil wir halt wussten, auf die können wir bauen, die sind zu dem Zeitpunkt an dem Ort, wo wir sie brauchen und die bringen das Know-how mit. Drückt natürlich die Kosten, ne? Ja, klar. Also, das schon. Ich bin mal gespannt, wie genau sie die Kostenaufschlüsselung für die erste Staffel machen. Ob da überhaupt eine Kostenaufschlüsselung kommt und so weiter. Das finde ich mal ein interessanter Punkt. Größeres Projekt, ja, da müssen alle an einem Strang ziehen, aber ich würde es hart feiern. So, und dann nimmt man sich einfach mal dann 10 Tage Zeit, fährt runter nach Schweden, macht irgendwie ein kleines Basiscamp und dann geht das da 7 Tage rein in die Wildnis. Let's go. Bommel schreibt gerade hier schon erst dabei. Naja, ich finde die Idee geil. Also der Entschluss steht, wir wollen das Ganze produzieren und dann ist natürlich die große Frage auch für uns, was kostet das denn überhaupt? Natürlich kannst du sagen, ja, okay, jeder braucht 2 GoPros, dann braucht jeder das. So, dann kommst du auf irgendeine Summe. Die stimmt aber nie. Und die stimmt bei weitem nicht. Egal, was du vorher kalkulierst, es kommt immer... Oh, warte mal. War jetzt ein bisschen zu schnell. Wir wollen die Liste sehen. Equipment 3000 Euro, Unterkunft 7000. Verpflegung 4000 Euro? Wo kommt denn das her? Also sind das da jetzt echte Zahlen? Ich meine, die haben ja 7 Tage nicht mit rausgenommen und waren dann 3 Tage vor Ort. 3 Tage, 12 Personen, zahlst doch keine 4000 Euro für Verpflegung oder was? Wäre ein bisschen viel. Also, naja, ich glaube, die Kalkulation ist da nicht so ernst zu nehmen, kann das sein? Ja, okay, ich sehe es ja jetzt hier auch schon Anreise. Ja, das kommt. Kamera-Equipment 1234 Euro, ja, das kann nicht sein. Nee, das ist einfach ja, so okay, für. Immer dazu, die hast du nicht einberechnet und auf einmal liegst du 20, 30, 40, 50.000 Euro über dem, was du kalkuliert hast. Da kann so viel schief gehen, da brauchst du im Prinzip einen guten 5-stelligen Puffer alleine, damit du so ein Projekt umsetzen kannst. Und damit euch genau das nicht passiert, gibt es Finanzguru, die freundlicherweise Sponsor dieses Videos sind und so ein Projekt erst wirklich möglich machen. Wir sind jetzt nicht neu in der Branche und haben natürlich auch Rücksprache gehalten mit einigen Leuten, die verschiedenste Projekte schon gemacht haben, gemanagt haben. Und alle haben gesagt, ey Jungs, das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht machen. Okay, warum haben die gesagt, das könnt ihr nicht bringen? Was könnt ihr nicht machen? Was sagst du? Wahrscheinlich wegen rechtliche Sachen. Schätze ich mal, oder? Wenn da sich einer verletzt oder drauf geht oder so. Also sonst wüsste ich jetzt keinen Grund eigentlich. Ja, könnt ihr nicht machen. Ihr fickt das Fernsehen damit. Wenn jetzt hier so ein YouTube-Format kommt, was sollen wir da noch im Fernsehen machen? Guckt doch keiner mehr. Leute, ja, aber... Nee, ich glaub, also weiß ich nicht, aber... Ja, oder? Ich glaube auch eher das, was ich glaube, das Einzige. Ja. Es ist unverantwortlich, da geht euch jemand drauf, ihr seid euer Leben lang unglücklich, macht's nicht. Es gibt einen guten Grund, warum das noch niemand gemacht hat. Oh. Ich will nicht abholen, fuck, wie kann man so dumm sein? Warum schüttel ich an dem scheiß Baum? Die ganze Höhle war ja voller Rauch. Ich hatte jede Nacht Sorge, dass ich quasi eine Vergiftung bekomme. Das war schon... Wer ist das? Eine Aufgabe. Andi, das ist Jochen Kopp, Rechtsanwalt. Lol? Ja, das... Ja. Na, wir werden es gleich sehen. Ja, ja. Sag ich mal so, alle denkbaren... Szenarien sich zu überlegen, was könnte alles passieren. Und wenn dann trotzdem etwas passiert, was man auch bei gründlicher Prüfung nicht hätte vorhersehen können, ja, dann ist das eben Schicksal. Die mussten sich selbst da. Was? Dann ist das eben Schicksal. Was? Darf man das sagen? Ja. Alter. Dann ist es halt so. Dann ist es halt Schicksal. Na ja, gut, okay, hat er irgendwie recht, ja. Ist ja lustig. Dass sie sich eigentlich einließen. Übrigens, was da geblieben ist, ich kann es mal kurz zeigen, ist eine kleine Narbe. Ich glaube, durch unseren Kontakt zu den Outdoor-YouTubern haben wir so ein bisschen dieses Gefühl von etwas echt machen und sich wirklich durchbeißen und das nicht zu faken, weil der Weg ist zu faken, ist super, super leicht. Also deswegen sind auch fast alle Survival-Shows gefaked. Fast alle
Formate auf YouTube sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise geskriptet, gefaked, damit man das, was dabei rauskommt, irgendwie vorhersehen kann. Wir konstruieren ein Konstrukt, da schmeißen wir die Leute rein, dann wird gefilmt und das, was passiert, passiert. Das waren einfach GoPros, so funktioniert eine GoPro, geht mal da raus, filmt mal, was euch passiert und dann gucken wir mal. Unser Anspruch war dann eben auch, weil wir diese Leute aus dem Autobereich kennen, die wirklich rausgehen, wirklich sich in extreme Situationen begeben, das auch eben in echt zu machen. Das war unser Anspruch und das haben wir auch gemacht. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden. Oh, sieben Kandidaten, sieben Tage ums Überleben. Als die Staffel abgedreht war, ist uns allen, glaube ich, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Die Freude war groß bei den Teilnehmern, die Euphorie, bei dem ganzen Team. Es war schon irgendwie geil. Wir hatten ein sehr gutes Gefühl, nachdem wir das abgedreht hatten. Max hatte ein sehr gutes Gefühl. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann im Nachhinein hauptverantwortlich war für den Schnitt des Ganzen. Und ich wusste noch nicht so richtig, funktioniert das, das Zusammensetzen. Also das ist die eine Sache, wenn die Leute erzählen, ich habe coole Sachen gemacht. Die andere Sache ist, funktioniert das am Ende im Schnitt? Wird das rund? Versteht man das als Zuschauer? Haben die Leute gut moderiert? Das muss so die Hölle gewesen sein. Ey, dieser Schnitt, der geisteskrank. Einfach geisteskrank. Ich meine, sieben Leute, im schlimmsten Fall sieben Tage da. Mhm. Und mindestens pro Tag so eine Stunde Filmmaterial. Also wirklich mindestens. Und da weißt du ja nicht so richtig, ja, wann haben die jetzt alle gefilmt? Ja, eben. Und boah, das musst du ja auch alle sichten und angucken. Das muss die absolute völlig verrückt Hölle gewesen sein. Ja. Ich würde sagen, wenn das Ganze abgedreht ist, dann ist eigentlich so von der Arbeit vielleicht ein Drittel gepackt. Das ist nicht so, als wäre das Ding dann fertig. Leider. Also, das ist, also du hast dann vielleicht ein Drittel und dann beginnen wirklich Tage und Wochen, wo du dich durchkämpfst. Das ist teilweise als würdest du da in Honig schwimmen, weil das so zäh ist, so lang dauert. Teilweise sind die Folgen erst fertig geworden am Tag der Veröffentlichung. Und trotzdem waren die Folgen bei weitem nicht perfekt. Johannes hat sich einfach 3 Monate eingeschlossen. Ja, Johannes, dann auch einfach mal einen Uncut hochladen. Ja, einfach mal alles aneinander hängen und hochladen. Ja, klar. Die Leute fressen das auch, glaube ich. Im Schnitt haben 4 Leute mit täglich 4 Stunden Speicherplatz filmen können. Das zu sichten ist Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, das ist also A, sind ja viele auch früh rausgeflogen, das hat es wahrscheinlich schon mal ein bisschen minimiert. Und ich glaube halt auch, dass, keine Ahnung, selbst wenn Bommel länger drin gewesen wäre, hätte der nicht so viel gefilmt wie Fritz zum Beispiel. Das stimmt, ja. Ne? Einfach also, die Routine ist ja dann einfach nicht da. Ja, und ja. Glaube ich. Also, mich würde trotzdem mal interessieren, schade, dass sie das jetzt nicht gesagt haben, wie viel Videomaterial jetzt da im Endeffekt rausgekommen ist. Stimmt, also, ja. Also, wie viel ja. Stunden Videomaterial war jetzt Seven vs. Wild, so. Ja. Das hätte mich interessiert, weil... Wie viel Gigabyte? Ja, genau. Nee, mich würden auch die reinen Stunden hier... Ich meine, beim Ocean Warrior haben die Jungs ja gesagt, so mit den ganzen Kameras, die haben über 2 Tage reines Videomaterial. Ja. Von der Zeit her. Ja. Das will ich nicht wissen, was da bei Seven vs. Wild los war, Alter. Der hat dann ich habe die Behausung gesehen, das war einfach nur ein Rechner, Boxen, alles Molton, also alles dunkel, und da hat er drin gesessen. Der war reif für die Klapse danach, aber er hat durchgezogen. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als die erste Folge online ging. Ich war gerade auf einer Party und ich bin nicht von meinem Handy weggekommen. Ich habe die ganze Zeit aktualisiert, Wie sind die Echtzeitaufrufe? Wie kommt das an? Kommt das besser an als ein normales Video? Das wäre ja schon mal ein Indikator. Und tatsächlich, also die Klickzahlen von der ersten Folge, die noch nicht so gigantisch waren wie die anderen Folgen, war schon mäßig Kinnlade runtergefallen, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe, wie ein Video so krank durch die Decke gehen kann. Und nicht nur dieses, sondern auch alle folgenden Videos der Staffel gehen durch die Decke. Durchschnittlich erreichen die Videos 4,8 Millionen Views und insgesamt wird die erste 16-teilige Staffel mehr als 77 Millionen Mal auf Fritz-Kanal geklickt. Das 77 schon? Millionen Aufrufe. Ich meine, Alter. Das ist ja auch im November released worden letztes Jahr. Ja. Da ist CPU-Dingsbums sehr hoch. Wir wissen, was das in Euros bedeutet. Wir dürfen das leider nicht sagen, weil YouTube sagt, die Zahlen dürfen nicht veröffentlicht werden. Das ist schon crazy. Das ist gut Geld. Damit ist Seven vs. Wild offiziell die größte Creator-Serienproduktion Europas, ohne dass genau das jemals das Ziel war. Dass das Ganze so krass ja doch schon viral geht und nicht nur eine Folge, sondern eine komplette Serie, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Dass das erstens so erfolgreich wird, zweitens so viel Publik bekommt und so viel Zuspruch und vor allen Dingen auch so viel Fans hervorruft, hätte ich niemals gedacht. Das hat ja Wellen geschlagen, die gingen ja über YouTube hinaus. Meine Großeltern haben es geguckt. Es hat einfach alles gebumst so. Staffel 1 hat sehr, sehr gut funktioniert, viel, viel besser als wir erwartet haben. Und deswegen kann man auch relativ zügig Anfang diesen Jahres die Entscheidung, okay, wir wollen die Staffel 2. Und allen war klar, wir wollen auf einen anderen Kontinent, wir wollen
Extreme. Und ich glaube, das haben wir gefunden. Ich mach mit, Freunde! The pressure is on. Ich bin dabei! Der will sich das geben? Dann die Regeln natürlich ganz klar verschärft, ne? Ich bin excited, ich bin dabei. Ich freue mich extrem. Es ist jetzt nicht mehr das Schweden, das Bekannte. Ich bin der siebte Kandidat bei Sam und Smile. Staffel 2 wird wild. Komm her, Dschungel! Jetzt haben wir nicht alle sieben Dienste dabei. Komplett anders. Und ich glaube, das kann man sagen, deutlich, deutlich krasser. Ja, macht schon Bock irgendwie. Jetzt so das Ende hat nochmal gut angeteased hier für Seven vs. Wild. Ja. Was sagst du? Wie viel krassere Aufrufe fährt Seven vs. Wild 2 jetzt ein? Das muss ja jetzt nochmal krasser knallen als der erste Teil, glaube ich. Ja. Wegen Dschungel und so weiter, krassere Kandidaten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die ersten jetzt so hatten für Aufrufe. Also im Durchschnitt hat er gesagt 4,8, aber... Genau. Im Durchschnitt 4,8, insgesamt auf 10 Folgen oder 12, was war's? Ich glaube 12, 77 Millionen Aufrufe. Waren es nicht sogar 16 Folgen? Waren es 12? Keine Ahnung. ja, wenn es so der Durchschnitt 4,8 war, ist jetzt der Durchschnitt so 7, würde ich sagen dann. Ja. Ja. Ich glaube, die erste Folge knackt die 10 Millionen Aufrufe. Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das schlafft er dann leicht wieder ab. 16 Folgen waren es in der Tat. Ach, 16, okay. Ja. Ja. Also schon, wird schon mehr sein auf jeden Fall so. Ja. Ich glaube sogar, die verdoppeln die Leistung vom letzten Jahr. Also anstatt 77 Millionen machen sie jetzt so 150 Millionen Gesamtaufrufe. Kann ich mir gut vorstellen, Alter. Überleg mal, Alter. Dschungel. Ah, obwohl, jetzt sind ja auch, ja, krassere Kandidaten. Jetzt sind so ein Knossi ist mit bei, ein Sascha Huber. Naja, was heißt, okay, das ist ein bisschen gemein. Was heißt krassere? Die haben jetzt Communities hinter sich. Ja, das meine ich ja. Ach so, ja. Also ja. Krasser, nicht im Sinne von die Person ist krasser, sondern da ist einfach viel mehr Werbewirksamkeit hinter den Kandidaten. Das stimmt, Alter. Allein schon Knossi und Dings und so. Ja, kannst du recht haben, ja. Nochmal krassere Promo als letztes Jahr. Ja. Also das kann richtig übertrieben schallern. Na, mal gucken, ne? Spannend. Das wird richtig schallern. Ich bin gespannt, Alter.